Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute geht es mal um Stellenanzeigen aus dem Einzelhandel. Ich habe da mal zwei mitgebracht. Werden Sie Teil unseres Teams in unseren Filialen? Verkäufer oder Aushilfe? Das bringen Sie für uns mit. Begeisterung für den Lebensmittelhandel. Sie sind herzlich im Umgang mit Kunden. Sie sind engagiert, zuverlässig und freundlich. Unser Angebot für Sie: flexible Arbeitsmodelle, eine kollegiale Zusammenarbeit im Team, eine qualifizierte Einarbeitung, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Und dann dreht man dieses Zettelchen um, wo man seine Kurzbewerbung drauf hat. Dreht man dann um und dann stehen da so Schlagwörter wie hier zusammen wachsen. Alles schön mit Punkt. Werden Sie Teil unseres Teams? Wir suchen Sie als Verkäufer oder Aushilfe auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung. Das heißt also 400 Euro Job. Oder 450 Euro ist es ja mittlerweile Minijob halt. So, werden Sie Teil eines erfolgreichen Unternehmens? Verlangen Sie aber bitte nicht zu viel Geld dafür, könnte man auch sagen. Ein Einzelfall? Ich glaube nicht. Es geht nämlich noch weiter. Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen. Eine andere Firma ist das. Wir sind leistungsstark, dynamisch und fair. Unser Team setzt auf Motivation und Engagement von jedem Einzelnen. Wir bieten Chancen, Erfolg und Zukunft. Wir suchen Aushilfen, unbefristet in Teilzeit, 12 Stunden die Woche. Arbeitszeiten sind von montags bis samstags von 6 bis 21 Uhr ist unser Arbeitszeitrahmen. In diesem Rahmen bewegen sich also die Arbeitszeiten. Die konkreten Arbeitszeiten erfolgen in gemeinsamer Absprache. Und so weiter, bla bla bla. Haben Sie Erfahrung im Einzelhandel? Sind von Vorteil, aber es ist nicht notwendig, bla bla bla. Sollten Sie Interesse haben, senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung zu. Mit freundlichen Grüßen und so weiter, bla bla bla. So, 12 Stunden die Woche. Was muss man verdienen, damit man davon leben kann? Ungefähr 35 Euro brutto muss man verdienen, damit man davon leben kann, von 12 Stunden die Woche. Ungefähr 35 Euro brutto. Ja, geile Stellen, die unser Einzelhandel so bietet. Die Leute kriegen sogar weniger als ein Hartz-IV-Empfänger, der noch nie gearbeitet hat. Oder ein Rentner, der auf dem Sozialamt ist, der bekommt auch mehr als diese Leute in solchen Stellen. Verrückt, oder?